Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Vesperia und ja, mal sehen, was das hier Now ist. That we have a goal and a destination, I'm so excited about continuing our journey. This is a lot bigger than when we were just escaping the capital and chasing after Flynn. We're out to find a mysterious talking monster. And to get over to Desire, we'll need to cross the sea again. I think the sands of Kagor will be a hot and harsh environment too. Still, I can't help but be excited that I get to continue my journey. New landscapes we've never seen are waiting for us just past the horizon. Well, just don't forget what we're out here for. I know. Okay, irgendwie ist das gerade etwas lauter, als ich es gerne hätte. Optionen, Okay, die drehe ich einmal alle ein bisschen runter und ja, gut. Ja, wir haben ja in der letzten Folge unsere, die Vesperia-Gilde gegründet, quasi inoffiziell gegründet. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das man offiziell nennen kann und, warte mal, sollten wir hier jetzt ausruhen oder sollten wir weiter? Das weiß ich gerade nicht ganz. Ich glaube, wir sollten hier ausruhen, oder? Ich weiß es gerade nicht. Da ist gerade nichts. Ich übernachte einfach mal und mal sehen, ob das irgendwas triggert oder nicht. Ansonsten geht's dann einfach weiter. Willkommen. Ja. Triggert das was oder nicht? Ja, es triggert was, gut. Ja, Judith. Komm, wir folgen ihr jetzt, oder? Oder warten wir, bis sie wieder da ist? I guess I can't let things go either. Ja, komm, wir laufen hinterher. Interessant. Hui, mal sehen, was jetzt ist. Ist ja echt totenstill hier jetzt. Gut. Aber interessant, es kam diesmal keine Nachricht, dass wir uns von der Gruppe getrennt haben oder sonstiges in dem Fall, in dem Sinne. Wo muss ich jetzt hin? Oder muss ich hier irgendwie hinten rum? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hin soll gerade. Nee, da komme ich nicht weiter. Gut, das heißt, dass ich irgendwo anders längs muss. Also entweder aus der Stadt raus oder... Ich check mal hier hinten rechts als erstes ab. Okay, ohne Musik ist das ist der Wasserfall doch ziemlich laut. Ist sie hier irgendwo? Da nichts, okay. Okay, ich glaube, da ist sie nicht. Ich glaube, ich sollte mal die Stadt verlassen. Die Frage ist, in welche Richtung? Weil ich hier dichter bin. Okay. Da also nicht. Dann die andere Seite. Ah, hier ist sie. Okay. Ich mag sie irgendwie. The scenery here reminds me of home. Your home must be in a pretty place then. I just mean that it's up high like this and has a good view. Not that I have a problem with heights.
Yeah, I guess you wouldn't, riding around on that monster. His name is Ba'ul, and he's not a monster. And it's not only because he can fly. We've been together ever since he saved me during the war. War? You mean between the Empire and the guilds? This world always seems to be ravaged by some war or another. Yeah, I guess so. It was you who attacked Estelle here earlier, wasn't it? You're pretty sharp if you were able to tell who it was I was after. I'm just that kind of guy. Pharaoh also appeared because of Estelle. Pharaoh, ich habe vergessen, ich habe gerade vergessen, wer Pharaoh ist, um ehrlich zu sein, sorry. Is there some connection between them, between him and your partner? Ich weiß wieder, wer Pharaoh ist. Pharaoh ist dieses Phönix-Ding, was sprechen konnte. Das war das, ja. It's hard to explain. But you won't deny it, that you would come for her. I'm afraid I'm not very good at lying. All right, I won't ask any more questions. But if it looks like you're going after her again... You needn't worry. I won't be doing that sort of thing anymore. You have my word. You mean it? What can I say that will make you believe me? Well, you said you were no good at telling lies. It's not like we're all that different. I've got a few skeletons in my closet, too. He's a strange one. Ich finde die Truppe echt ziemlich sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Well, shall we have a look around the town? We also need to have a look at the Blastia that went berserk last time. Okay. Rapide's an honorary member of Brave Vesperia too, isn't he? Of course he is. But everyone who joins the guild has to swear to uphold its laws, don't they? Well, in his case. What are you all worried about? Rapide knows the laws. There have been lots of times when I just know Rapide understands what we're saying. I know how you feel. Yeah, I don't know. Well, how about it, Rapide? He just went to Marcus territory. Ist das ehrlich? Vor allem schön mit diesen Untertonen dabei noch. Ach, klasse. Ach, klasse. Gut. Mal sehen, was hast du für mich? Da könnten eventuell sogar ganz interessante dabei sein. Ich schau mal. Spezifik, okay. Kompaktes Schwert, okay. Das wäre aber besser in dem Falle. Wäre schlechter. Mhm. Oh, Fechtigen. Wäre da besser. Glückliches Ende. Was ist ein glückliches Ende? Blauer Drache, aha. Oh. Interessant. Das scheinen ein paar interessante Dinger noch dabei zu sein. Ogerschwert. Ein Dämonenschwert. Also, Wolfzahn Teufelssicher bräuchte ich dafür. Bekannt als Meistermörder. Erscheint werden kriegen. Okay. Kriegspike plus. Also, irgendwie, irgendwas ist da doch falsch, wenn der Kriegsbalk plus 1 um einiges schwächer noch ist als der Kriegsbalk. Das ist doch irgendwie etwas komisch. Ja, hat sie ausgerüstet. Gut. Also ja, Schmetterbogen, aha, ich habe Raven nicht dabei, also ist das gerade relativ egal sogar. Ich bin jetzt echt am Überlegen, wie ich jetzt das am besten... Hm.
Ja, okay. Da hab ich, von denen habe ich definitiv genug. Deshalb crafte ich einfach mal das. Was ist eigentlich... sorry. Was ist eigentlich hier noch mit? Stachelhalsband. Okay. Habe ich doch... Habe ich schon? Okay, mittelgroße Tasche. Ah, habe ich noch nicht. Rote Linse, Schildkrötenpanzer. Aha. Interessant. Ich denke, ich schau mal erstmal, was hier so. Okay. Achso, führen wir eine später gebogene Klinge zuerst, dann. Nit. Das. Passt. Den kaufe ich auch nochmal. Ruder. Wieso zum Fick ein Holzruder? What the fucking hell, ey. Aber egal. Gut, okay. Immer Herz habe ich schon. Schärpe habe ich. Gut. Ehrlich, es ist behämmert, aber ich kaufe es. Einfach mal Spitzhut. Okay. Wieso auch immer da ein Spitzhut irgendwie gerade so. Langer Mantel kann ich ihr aber kaufen. Das ist schön. Gut. Die habe ich ja gerade. Okay, das ist das einmal. Dann, was haben wir jetzt an Synthese-Dingern? Ich denke, die mittelgroße Tasche sollte ich einmal machen. Hier, die habe ich. Dann... Es ist... Das finde ich auch immer noch besser mit dem Stroh... Mit dem irgendwie runden Hut, aber egal. Was haben wir hierfür? Ja, brauche ich nicht für dich. Kampfpanzer, Bernsteingewand und sowas alles. Ja, den langen Mantel habe ich. Lederjacke, Diebesjacke, gut, das, da habe ich nichts mehr Neues. Ja. Dann sind wir hier wieder. Ich denke ja, einmal Fechtdegen. Blauer Drache plus 1. Ja. Kampfschwert. Kampfschwert ist. Bringt mir nicht so viel. Plus 1. Obwohl, ich weiß nicht, wegen Zauber unwirksam und sowas alles. Stock. Ja, den Stock plus 1 kaufe ich auch mal. Bastardschwert habe ich, Ogerschwert kann ich nicht craften. Großakt, Kriegsakt, ne. Ich denke, ansonsten sind hier jetzt keine mehr dabei, die ich jetzt nieten könnte. Also, die Lederpeitsche kann ich immer noch nicht basteln, schade. Oder die Lederpeitsche plus 1 meine ich. Kettenpeitsche, ey. Toll. Es ist ja mal echt. Das Bild von ihr wird nicht gerade verbessert, gerade für mich. Okay. Kuruma. Oh, Kurama plus 1. Was ist das? Das. Ich denke, ich lasse das erstmal dann. Wie sieht's jetzt mit der Ausrüstung aus gerade? Runder Strohhut einmal gegen Spitzhut austauschen. Blauer Drache plus 1. Gut. Das passt so alles bei dir. Bei dir. Auch gegen Spitzhut. Stachelhalsband, ja. Gut.
Nein, das sollte noch weiter natürlich. Judith dann. Ja, egal. Stiefel also, Silberhaarreif. Ja, lass ich mal so. Trenchcoat, langer Mantel. Und noch. Carol logischerweise. Okay, der muss noch weiter. Leder. Ich glaube, ich habe da ein bisschen was vernachlässigt. Egal. Ist mir bei ihm eigentlich aber auch relativ egal. Gut. Das waren jetzt schon 15 Minuten. Egal. So. Gut. Wir haben zumindest ein wenig aufgerüstet, die Truppe. Es regnet. Yay. Okay, was passiert jetzt? It seems like the area has returned to normal. Yeah. Doesn't look like it's gone berserk since then. Hey, it's those guys we met at Nor Harbor. Okay. Miss Estelle. Oh. Oh. Die Familie. Oh. Wie süß. How have you been? Who is this? We help these people out at Nor Harbor. We can't thank you enough for all you've done for us. Where's your father? Oh. I haven't seen Teagle, my husband, for the past 3 days. Oh. Sounds like that rumor might be true. Don't you have any hunches? Yes. The night before he disappeared, he talked again about working to become a noble. Become a noble? What do you mean? When this city is finally completed, we will be able to live here as members of the nobility. Huh? That doesn't sound quite right. What do you mean? The rank of nobility is reserved for those whose service has earned the Emperor's confidence. But Sir Cumor gave his word to us. He said we would be welcomed as nobles. Cumor? From the Imperial Knights? Yes. He is acting as the current magistrate of the city. I'll bet he is. That is strange, though. I mean, the Imperial throne is empty and all. But then why on earth have we been working this hard? And what about Teagle? Is father not coming back? Oh, that's jeez. Hey, Yuri. You ask me why we don't take this on as a guild, right? Yes, this guy. This is so funny. I promise to take care of her fee when I pay my own. Okay, that's fine. This is good. But I. So this means our next job is finding a missing person. Oh, if Cumor is up to good. His usual stunts, we'll just have to slap him around till he stops. Right. The knights do exist for the protection of the people, after all. Let's just make sure we're careful. The knights could squash a little guild like us if we get on their bad side. As you wish. Yeah, we'll find your father, I promise. Just wait right here. Well, that's that. We'll take the job. Thank you. Thank you so much. Right. Schon wieder die. Das ist das echt lustig. There's something very suspicious about that area over there. Yeah, even more so because it's marked off limits. I wonder if there's some way we could get in. Careful, guys! Remember? This is the guy, okay? Ach, Menno. Raumlangen ist verboten. Arschloch. Da unten arbeiten. Da unten stehen auf jeden Fall Leute. Wie kann ich da denn am besten hin? Ich habe Ideen inzwischen, wie ich da hinkomme. Gut, einmal speichern schon mal sicherheitshalber wieder.
Was ist mit... Okay. Okay, da komme ich nicht längs. Ich konnte ja mal schauen. Gut. Mal sehen, was ist, wenn ich hier den Weg nehme. Ah, da steht einer. Okay. Die Stadt wächst dahin. Da komme ich nicht weiter. Okay. Hier komme ich auch nicht weiter. Wie komme ich dann dahin? Mal sehen, was hier noch ist. Die Babatten können aber jetzt in alles nach Plan verleitet, sich hier empfehlen. Wir wollten alle bemerken, dass der Stadthalle stehen. Okay. Das Winde sind deshalb alle weg. Aha. Aber jetzt also, wie komme ich da jetzt runter? Ich will die Ritter verlassen, aber die Branche, nein, lieber nicht. Da werden sowieso keine Leute gesucht. Okay. Ah, mit. Sorry, no can do, buddy. The laborers' camp ahead is too dangerous. Thank goodness. Knowing you, Yuri, I thought for sure you'd try to force your way through. Well, proceed with caution and all that. Boss's orders, you know. Indem wir sie verarschen. I think forcing our way through would be the simplest and most effective way in. No, I won't allow it. All we need to do is draw the guard away from his post. But how will we do that? Wir haben zwei Mädels dabei, also eigentlich dürfte das nicht so das Problem sein. Maybe by, you know, seducing him with feminine wiles. Well then. Da hängt die Waffe ab, mach ab, Carol. Das finde ich eigentlich eine geile. Ich pass. What? What are you talking about? Why me? That sounds good to me. So you're in on the joke too, Judith? No, I'm not really one for jokes. Okay, let's go. You gotta believe in yourself, Carol. When Alyssa struts her stuff, she does it with pizzazz. I don't have any idea what you're talking about. Yay, ist das geil. Hey, there's still time, you guys. How about someone else seduce the guard? When a man makes up his mind, he's gotta see it through to the end. And this is a guild job as well. Don't forget, all for the guild. Oh, that is so twisting the guild's laws. Carol, you'll be fine. You'll be the cutest little thing that knight has ever seen. Being the cutest anything has never been one of my life goals. Ist das geil. Ist das geil. Komm mit. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Muss ich, ist das jetzt, mache ich das jetzt da? Hä? Wie kann, also das hat irgendwie nicht funktioniert jetzt mit dem. Wie soll ich den da jetzt... Okay.
Okay. Ich bin irgendwie etwas irritiert. Ich gehe mal hier rein und... Wegen dem Luxus. Okay. Ich habe jetzt halt einmal gespeichert und ich schau mal, ob ich da jetzt irgendwie was triggern kann. Wie kann ich... Muss ich vielleicht hier oben irgendwo? Also das irritiert mich gerade schon ein bisschen. Sorry. Also das irritiert mich jetzt gerade wirklich ein bisschen. Nee, da komme ich nicht weiter. Ja, Herumlungen verboten. Okay, ja. Aber wie kann ich dann... Also muss ich dafür irgendwie einen anderen Titelcarry geben oder was muss ich dafür machen? Ich... Anfang der Westberry, Handtuch, Free Garden, also Dart. Nee, agiler Kämpfer. Irgendwie. Hat man was mit? Ist ein Resistenzattribut, okay, Also, ich bin immer noch irgendwie etwas irritiert. Eigentlich müsste ich da doch... Wie komme ich da vorbei? Hä? Wieso komme ich da nicht vorbei? Mal sehen, ob das irgendwas ändert. Nein, hä? Ich bin gerade echt verwirrt. Soll ich den dahin wechseln vielleicht irgendwie? Nee, das bringt auch nichts. Was ist das für eine Scheiße? Wieso? Wieso funktioniert das nicht? Fertigkeiten... Ich weiß gerade echt nicht, was ich hier machen soll, leider. Ausrüstung vielleicht irgendwie was, aber... Nee, das bringt ja auch nichts. Ich weiß nicht, was dich... Ich bin gerade echt irgendwie etwas irritiert. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Aktuell. Sprechen, okay. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Vielleicht muss ich irgendwie die Nacht noch drüber schlafen. Ich probiere es einfach aus, aber und... Ich speichere einmal und fange dann und... Oder muss... Also, okay, ich laufe mal hoch. Vielleicht funktioniert das ja, wenn ich irgendwie...
Es ist so geil, wie Carol halt einfach von allen gemobbt wird. Okay, so funktioniert das schon mal nicht. Gut, dann. Dann vielleicht, indem ich unten sage, dass ich im Gasthaus übernachte. Ja. Aber okay, das hat wahrscheinlich nichts gebracht. Gut, dann speichere ich mal und... Vielleicht hilft mir ja nochmal... Zusammenfassung, die Stadt... Heliots Bürger verschwinden in besorgniserregenden Ausmaßen. Einige machen dafür die harsche Abwägung der Stadt verantwortlich. Recht okay. Ein Mann namens Tegel, der kürzlich aus Neuher gezogen ist, beispielsweise Frau Kehler, hat die heldenmutige Vesperia nach ihrem Mann zu suchen. Um ihn zu finden, hat die Gruppe einen gewagten Verfolgungsplan aus, um die Stadtwache abzulenken. Wie setze ich diesen Verfolgungsplan in die Tat um, verdammt nochmal? Egal, gut. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Und wir sind jetzt über eine halbe Stunde, deshalb beende ich hier jetzt einfach die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.